way you move make me blind. You will always be there, there's no doubt in my mind. You will always be there, heading out to see ya and leave the rest behind. Ja, ich sehe furchtbar aus, ungeschminkt, aber ich habe heute Geburtstag. Ja, und ich habe jetzt gleich in 20 Minuten einen Termin zum Wimpern machen und da muss ich ungeschminkt hin, deshalb sehe ich so aus. Ja, Baby liegt im Bett, Papa liegt im Bett, Hund liegt im Bett und Mama haut ab. Ja, ich nehme euch einfach heute einen Tag über mit. Wenn ich dann vom Wimpern machen wiederkomme, kommt meine Schwester, meine Oma und mein Neffe. Heute Nachmittag habe ich noch Unterricht und ja, also eigentlich ein normaler Tag, aber so ein bisschen trotzdem so. Geburtstag halt. Ich bin heute ein Geburtstagskind. Und von dem kriege ich die Wimpern. Sag mal hallo. Von uns allen die Wimpern. Stimmt, von uns, von allen. Also mein Mann und der Onkel Robbe und der Onkel Ron haben sich rein geteilt. Und vom Hund habe ich heute auch was bekommen. Der hat die ganze Nacht durchgehalten und nicht in die Wohnung und auch nicht ins Laufgitter gepullert. Na, ganz lieb. Und was kriege ich vom Arti? Okay, ein Lachen. Ein ganz fröhliches Lachen. Ein ganz glückliches Kind heute. Das reicht der Mama. Weil irgendwann fängt das an, wo man zu jedem Anlass ein ganz wunderschönes, selbstgemaltes Bild bekommt, wo man immer sagt, ach, hast du das toll gemacht? Und sich eigentlich denkt, naja, aber ich glaube, das ist normal. Gut, so, ich ziehe mir jetzt das an, ich mache jetzt los, weil ich, wie gesagt, muss in, genau zu sein, oh, bin ich gern, 17 Minuten da sein. Gut, ich fahre 5 Minuten, aber ja. So, bis dann. So, ich bin wieder raus bei der Augentante und seht ihr es? Aha. Ja, Mama hat Wimpern und ich freue mich. Ich finde es echt schön geworden, ist echt cool geworden. Und ja, wir haben es jetzt 10:45. Ich fahre jetzt nach Hause, weil um 11 kommt dann meine Schwester und mein Neffe und meine Oma. Ja, nur zu tun heute, ne? Aber ja, erstmal ist das jetzt geschafft. Ja, ich freue mich. Es ist so cool geworden. So, ihr Lieben, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Ja. Ich bin schon eine ganze Weile zu Hause. Meine Oma war da, meine Schwester war da, mein Neffe war da, meine Oma, der Mann war da. Ja, aber da filme ich ja nicht, wisst ihr ja, weil wir wollen ja nicht gezeigt werden. Und ich bin immer noch so verliebt in meine Wimpern. Ja, es gab eigentlich das, was geplant war. Geplant war, um genau zu sein, das. Ja, hier ist Geld drin. Meine Schwester hatte mich vor einer Weile gefragt, auf was ich mir denn wünschen würde. Und da habe ich ihr gesagt, ganz ehrlich, einfach mal, ja, raus. Am besten mit dir eine Runde shoppen gehen. Und ja, und da hat sie mit Oma jetzt zusammengelegt und mir Geld geschenkt. Und ich fahre mit meiner Schwester jetzt irgendwann, wir müssen uns noch einen Termin ausmachen, mal eine Runde shoppen nach Dresden. Ja, einfach mal so ein Frauending. Ja, und ansonsten haben sie dann noch mitgebracht. Ich zeige euch das mal so. Da. Also einmal ein Pfefferkuchen. Meine Schwester kommt aus Pulsnitz. Pfefferkuchenstadt, ne? Meine Sonne steht drauf. Und ansonsten ist in diesem Paket Obst. Weil meine Familie ist da sowieso der festen Überzeugung, dass ich viel zu wenig Obst esse. Und ja, ich glaube, damit wollten sie mir jetzt mal zeigen. Hier, Vicky, ne? Ist mal. So, und meine Schwiegermama war auch da. Ui, hier ist dunkel. Und ja, von der, das wusste ich auch, das hat man auch schon ausgemacht, weil wir unbedingt neues Besteck brauchten. Und ja, wir gerne was Hochwertiges haben wollten. Und ja, da haben wir jetzt Besteck bekommen, neues. Das liegt jetzt aber schon hier, alles für den Abwasch. Das ist direkt so Restaurantbesteck aus Edelstahl. Ja, wir hatten ein Set davon, hatten wir schon mal, weil mein Mann das irgendwann mal geschenkt bekommen hat. Und da habe ich gesagt, ich finde das so cool, ich würde mir da einfach noch ein paar Sets mehr dazu wünschen. Und ja, genau. So, dann gab es noch ein paar Tulpen und meine Wimpern. Achso, und dann gab es noch ganz viel Kinder Bueno und Kinder Country. Ja, für die Mama. So, und mein Mann musste jetzt gerade los und Bibi schläft. Mein Mann hat den Hund mit und ich werde jetzt mal... Heute soll noch der Rossmann Haul, der zu dem Vlog vom Montag sozusagen gehört, online gehen. Den muss ich jetzt noch schnell schneiden, aber das geht fix, so einen Haul zu machen.
Ja, und dann habe ich heute noch 16:30 Unterricht. 17:30 und dann 18:30 bis 19:30. Genau. Und ich habe 1000 andere Sachen noch zu tun, aber ich gehe das Ganze heute ziemlich entspannt. So, und da aber ich ja heute dann nach meinen Wimpern-Termin, ich habe jetzt übrigens nichts weiter mehr gemacht, ne? Also ich habe jetzt tatsächlich nur die Wimpern dran. Ich habe für alle, die es interessiert, also wir haben es mit dieser 1:1-Methode gemacht. Und ich habe von der Länge her 12er, glaube ich, ja. 12er hat sie gesagt. Ja, die sind jetzt auch nicht so lang, dass die oben anstoßen oder irgendwas, das gar nicht. Genau, hier sieht man es ganz gut. Ja, aber sind echt schön geworden, muss ich sagen. Es sieht noch natürlich aus, das war mir wichtig, aber es sieht trotzdem, ich muss halt keine Mascara mehr nehmen, ne? Also, es ist der Wahnsinn. Nee, und ich hatte ja um 9 den Termin, wir haben circa eine oder dreiviertel Stunde gebraucht. Und ja, mir ist ja aber mein Nagel abhanden gekommen. Da hatten wir eigentlich noch überlegt, den zu machen, aber um 11 hatte sich meine Oma und meine Schwester angekündigt, so haben wir es jetzt nicht mehr geschafft. Aber sie meinte jetzt, sie hat Freitag früh um 9 noch mal kurz Zeit. Es dauert ja bloß eine 20 Minuten, eine halbe Stunde, um den Nagel wieder dran zu machen. Und da fahre ich Freitag früh um 9 gleich noch mal den Nagel wieder dran machen, weil ich habe dann ansonsten erst am 3.4. wieder einen Nageltermin. Genau. So, und jetzt ist meine Speicherkarte wieder voll. Ich habe das Video jetzt geschnitten, koche mir jetzt einen Kaffee. Kind schläft immer noch. Yay! Und werde mich jetzt auf meine Couch setzen. Meinen Kaffee in Ruhe trinken, ein bisschen häkeln. Und ja, einfach mal entspannt machen. Ich habe heute Geburtstag. Ich darf mir das heute leisten, ne? Sagt ihr. Kann man machen. Ich sag's immer. Das wird wahrscheinlich wieder ein wahnsinnig langweiliger Vlog, aber irgendwie gerade dann sagt ja, nee, das ist cool. Okay. Meine Nase sieht auch schon wieder gut aus, ne? Übelst rot, aber irgendwie habe ich mir mal wieder oder immer noch oder keine Ahnung so einen richtig schönen Schnupfen eingefangen. Und ich bin verliebt in meine Wimpern. Ach Mann, naja. So, hier. Ein Teil ist übrigens schon fertig. Hier kommt noch eins, das ist das wird der Hund. Der Hund, der kleine Steffi. Ja. Mal gucken, was das wird. Am Anfang sieht das immer alles so doof aus und ich frage mich selbst, oh Gott, wie soll daraus jemals was werden? Aber ich habe mir hier so eine lustige Zeichnung gemacht, wie welches Teil aussehen soll. Und danach häkle ich jetzt und dann nähe ich das einfach irgendwie alles zusammen. Ne? Mal gucken, das wird schon. Bisher ist alles immer gut gegangen. Deshalb bin ich da guter Dinge, dass auch das gut geht. So. Mal gucken, ob irgendwas Nettes im Fernsehen kommt. Werden wir mal sehen. Ich habe jetzt den Rossmann Hall ja, geschnitten und hochgeladen hatte ich den ja schon. Und jetzt habe ich auch noch Thumbnail gemacht und die Infos und alles. Und jetzt habe ich es gerade veröffentlicht. Das heißt, der Rossmann Hall ist jetzt online. Ja. So, und mein Mann hat gerade angerufen. Der treibt sich nämlich schon wieder im Görlitz rum. Und der meinte gerade: Schatz, ich habe Rossmann ausgeraubt. Ich so: Was hast du gemacht? Nee, der hat einfach jegliche blauen oder irgendwie junghaften Mamm-Schnoller bei Rossmann gekauft. Also, wir hätten jetzt 6 oder 8 neue Schnoller. Läuft. Nee. Aber an der Stelle auch nochmal ganz lieben Dank an eine Followerin bei Instagram, also die folgt mir auch bei YouTube, aber über Instagram hatte sie mir geschrieben, ob sie denn mal gucken soll, wenn unser Rossmann keine Mamm-Schnuller für Jungs mehr hat und so. Und sie hatte mir jetzt auch ein Bild geschickt, und das hatte sie jetzt aber gerade überschnitten und jetzt habe ich ihr aber gesagt, hier, pass auf, mein Mann hat gerade den Rossmann leer gekauft. Trotzdem nochmal ganz großes Dankeschön an dich, dass du da an mich mitgedacht hast. Ja, so, und ich will euch jetzt noch was sagen. Wir haben es jetzt 15:38 Uhr. Ich muss in 22 Minuten unten die Tür aufschließen, weil ich dann 16:30 anfange und ich mache mal eine halbe Stunde eher auf. Und mein Kind schläft seit 12:30 oder so. Ja, nee, um eins. Halb um eins rum, irgendwie so. Jo, der hat aber heute auch keinen Vormittag. Oh, meine Nase sieht schlimm aus. Nein, oh, es gibt von dem ewigen Schnaupe.
So, und eigentlich sollte er nämlich dann zu meiner Schwiegermama, aber die kommt dann einfach her. Ja, die kommt jetzt um 4 rüber, weil ich kann ihm jetzt auch nicht keinen Kaffee trinken mehr geben. Eigentlich bekommt er halb um 4 rum dann einen Kaffee trinken. Aber wenn er nicht munter ist, und ich werde ihn jetzt deswegen nicht wecken, ne? Das Kind soll schlafen, wenn es schläft. So, ich habe nur ein Problem noch. Ich habe eine Jeanshose an und meine Trainingshosen sind alle geschlossen im Kinderzimmer. Spitze, ha, nicht. Ja, keine Ahnung, wie ich das, wo ich mich dann irgendwie mal reinschleiche. Naja. So, dann habe ich jetzt die Kiga-Kinder, die Kindergartenkinder und dann noch die großen Hip-Hop-Bären. Und ja, so sieht's aus. Nein, mein Unterricht ist noch nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, er hat noch nicht immer angefangen. Ich könnte mich gerade tierisch aufregen. Müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe ja meinen Kindergartenkurs geteilt sozusagen, damit ich die ganzen Neuanmeldungen, die ich ja hatte, ja, damit ich die unterbringe. So, und habe das dann in 3- und 4-Jährige und 5- und 6-Jährige. Und in dem damals bestehenden Kurs waren noch zwei dabei, die 3 und 4 halt waren. Die habe ich mir dann für Dienstag sozusagen bestellt und den anderen, die sich auch alle angemeldet hatten, gesagt, hier Dienstag dies und jenes. So. Letzte Woche stand ich mit zwei Kindern da. Da war aber eine krank. Und der Rest, keine Ahnung. Da war aber einer, der sowieso schon da war und eine neue. So, die letzte Woche gesagt, ja, wir kommen auf jeden Fall wieder und hin und her. 16:30 Uhr sollte heute der Unterricht anfangen. 16:11 Uhr bekomme ich eine Nachricht. Ach nee, die will es doch nicht mehr. Die hat sich's anders überlegt. So, stand ich heute mit zwei Kindern wieder da. Jetzt halt, mit den zwei Kindern, die ich aus dem anderen Kurs aber rausgenommen habe, die eigentlich ja schon einen Platz in dem anderen Kurs hatten. So. Naja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt gesagt, gut, kommt ihr wieder Donnerstag, das bringt hier nichts. Und wenn neue Leute kommen, dann mit hier, Clara sagt schon, wie heißt's, mit Warteliste. Und dann müssen die halt warten, bis ein neuer Kurs anfängt, bis mindestens fünf Kinder zusammengekommen sind. So. Und ja, aber ist das, also, warum melde ich mein Kind irgendwo an? Melde mich dann nie wieder, ist Punkt 1. Oder warum melde ich mein Kind irgendwo an und schreibe dann 10 Minuten vor der Angst, Leute, nö, ne? Hallo? Warum? Warum? Verrät mir das mal bitte einer? Ich verstehe es nicht. Also, dann fürs Nächste, dann hatte ich gerade die Eltern weggeschickt, dann standen plötzlich Eltern mit dem Kind auf der Matte. Und ich so, okay, hallo? Ja, wir wollten mal zum Tanzen kommen. Ich so, haben Sie mir irgendwie eine Nachricht geschickt oder so? Nö, wir dachten, wir kommen einfach mal spontan vorbei. Ich habe überall in die Werbung, egal ob es bei Facebook, Instagram oder ich habe es nur online beworben. Also es gab nur online diese Werbung. Habe ich überall dazu geschrieben, ich bitte um eine kurze Voranmeldung. Und wenn ich das bei Instagram oder auch bei Facebook lese, ist es doch ein leichtes, fix mal auf Nachricht zu gehen und zu schreiben, hier Familie XYZ würde gern zur Schnupperstunde kommen. Punkt. Oder? Ist das so schwer? Also, wenn ihr selbst Mamas seid oder so, bitte haltet euch an solche kleinen Spielregeln. Ihr macht den Leuten, die sowas anbieten, echtes Leben schwer, wenn ihr von heute auf morgen da wieder abspringt oder da oder euch gar nicht mehr meldet, obwohl ihr euch gemeldet habt. Man versucht es einfach nur allen recht zu machen. Und am Ende sitzt man dann da und muss wieder andere Leute vor den Kopf stoßen, die eigentlich alle Regeln eingehalten haben. Ja, du bist mit aufs Bild, ne? Und ja, also tut mir bitte echt einen Gefallen und seid da echt nicht so nachlässig, weil die Leute, die sowas anbieten, reißen sich, Entschuldigung, aber den Hintern auf. Die reißen sich den Hintern auf, um den Kindern was Schönes bieten zu können, dass die Kiddies ein tolles Hobby haben. Und wenn dann immer wieder sowas, wenn man sich dann immer wieder mit sowas rumplagen muss, das verbraucht einfach Zeit, die man sinnvoller in schöne Dinge, in Unterrichtsvorbereitungen, in tolle neue Choreos, in Auftrittsplanung, was auch immer reinstecken könnte und nicht halt mit so einem Mist verbringt, ne? Naja. Und dir schmeckt denn deine Maisstange? Ich sag doch, Raupe nimmersatt, ne?
Ach, das muss ich mal kurz loswerden. Sowas ärgert mich. Sowas ärgert mich extrem. Aber ja, ich habe die beiden Kinder, die jetzt eigentlich, die ursprünglich schon mal in dem Donnerstagkurs waren. Die Eltern waren noch total verständnisvoll. Ich habe gerade mit den Eltern gesprochen und denen die Situation erklärt. Die haben auch gesagt, dafür kannst du ja nichts. Ist halt nur blöd, wenn so halt die Leute das handhaben. Ja, und die kommen jetzt Donnerstag regulär wieder ganz normal, wie wir es hatten. Das bleibt auch so und ja, dann sehen wir weiter. Ah, nee. So, naja, jetzt habe ich noch eine Stunde länger mit meinem Kind, ne? Und ich fange dann jetzt erst 5:30 an. Also eine Stunde circa. Na, haben wir jetzt noch eine Stunde miteinander. Ist das cool? Du bist eine kleine Kameraeule, weißt du das? Eine Kameraeule. Willst du unseren Zuschauern was abgeben von deiner angeknabberten Maisstange? Hm. Erzähl mal was. Sag mal Mama. Du hast ein riesen Stück Maisstange im Mund. Konzentrier du dich lieber aufs Essen. Ich filme weiter. Na? Du bist ein Kasper. Iss jetzt lieber. Bevor du erstickst, du Hamster. Der bunkert nämlich alles in seinen Wangen. Hör mal. Hier, schau doch erstmal runter, mein Schatz. Ja, kau erst mal runter, bevor du dir das nächste... Läuft. Na, mach, wie du denkst. Zum Glück ist Benni nicht da, weil normalerweise wird nicht jetzt das letzte Stück, wird dann runtergehalten, dann kommt Benni und macht... Na? Und er guckt sich's an, lacht. Er guckt dann immer so von seinem Stück runter, so hier, und dann kommt Benni, macht... Und dann lacht er. Die beiden Chaoten. Jetzt schon ein Herz und eine Seele. Oh, naja. Gut. Oh. Was mache ich denn jetzt? Schönes. Oh. Oh. Ist das total doof? Man stellt sich mental so darauf ein, okay, ich gehe jetzt in den Unterricht und plötzlich ist kein Unterricht und dann muss man sich da nochmal so drauf einstellen irgendwie. Ist blöd. Naja. Gut, dann gucken wir mal. Jetzt habe ich mich auf jeden Fall mal aufgeregt. Muss auch sein, ne? Und das zum Geburtstag. Jiha! Nee. Jetzt kriegst du es nicht mehr. Meins? Nee. Welche Hand ist es? Na, welche Hand? Na, wo ist es? Na, Süßte. Komm. Das war Spaß, ne? Der hält sie da auf. Ei. Ei. Krümel, du hast den Onkel Robbe gut erzogen. Er bringt dir immer wieder das Spielzeug zurück, wenn du es wirfst. Ja. Wie beim Wauwau. Musst du sagen, hol Onkel Robbe, ne? Ja, hol Onkel Robbe, musst du sagen. Ne? Aua. Krümel, kuscheln nochmal, Onkel Robbe. Kuscheln wir nochmal? Nee, noch. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Nein. Ja. Ei. Ei. Ja. Ja, ja, ja. Jappa, jappa, jappa. Fein. Ja, du könntest ihm auch ganz lieb sein, wenn du willst, ne? Oh, oh, ja, angefilmt. Paparazzi sind überall. Das ist ja starfiger, Mann. So. Ja, wir sitzen noch so ein bisschen zusammen und machen, haben angestoßen. Ja. Und Krümel hat gerade einen ganzen Teller mit Banane und Himbeere bekommen. Wie ist das gelaufen, Jungs? Super! Klasse! Spitze! Ja?
Aus diesem Grund hat das Kind übrigens auch nur noch eine Strumpfhose und einen Body an. Lecker essen! Aber es hat ihm Spaß gemacht, damit rumzuschmieren. Ne? Rumbambern, ne? Ja, du willst mit in die Kamera gucken, ne? Ja, der ist Kamera laufend, ne? Oh, Kamera! Du bist eine alte Kameraeule. Wie macht der Chef? Ja, ich esse gerade ein Eis. Und ja, das war ja heute auch mein Geburtstag. Nichts Spektakuläres. Aber wir lassen ihn jetzt noch ganz entspannt ausklingen. Genau, das ist der Chef. Jawohl, so klappt das. Ja, so macht nämlich der Chef. Wie macht der Chef? Bringt der Onkel Robbe dir wieder Mist bei? Wie macht der Chef? Jawohl. So nicht. So nicht! Genau, so nicht! Hui, pop! Das macht ja Spaß, ne? Chef? Du denkst aber zu langweilig hier. Ach so? Das ist so geil, Mann. Das ist so eine Rentierung da, ja. Na immer, pop! Und nach vorne raussprungen, ganz drin. Ich glaube, hier hat jetzt eine Abendbrothunger. Müde. Guckt auf dem Bett. Müde guckt. Ich will was zu essen, Papa. Müde? Krümel, wollen wir Abendbrot essen und dann ins Bett gehen? Ich bin nicht müde, ne? Ich bin der Chef. Genau, ich bin nicht müde. Da meint die, da meint die. Ja, jawohl, ich bin nicht müde. Genau. Ich bin der Chef. Ja, wie gesagt. No? Meinem Kind wird hier nur Mist beigebracht. Ne? Nur Mist. Gerade warm, Mutti. Muss du auf den Tisch räumen, wenn es so geht. Gerade warm, Mutti. Hörst du mal auf, mein Kind gegen mich aufzuhetzen? Gut, so, ich beende das Ganze heute jetzt hier und ja, wir sehen uns dann die Tage. Ne?